Es heißt, Gott erschuf die Erde in 6 Tagen. Diese wundervolle Welt mit ihren endlosen Wäldern, Flüssen und Meeren, mit ihrer großen Zahl an Vögeln und anderen Tieren. Und dann erschuf er die Menschen, denen er seine Schöpfung anvertraute. Seit Tausenden von Jahren aber verändern Menschen die Welt. Wir sehen, wie die Umwelt um uns herum katastrophale Schäden zugefügt bekommt. Und es scheint, als ob wir nichts dagegen tun könnten. Weder die Wissenschaft noch internationale Foren vermochten bisher, die Menschheit davor zu bewahren, auf eine materielle und spirituelle Katastrophe zuzusteuern. Inmitten dieser schier aussichtslosen Situation erschien plötzlich aus Russland die Hoffnung auf ein neues Verständnis von der Erde und der Bedeutung des menschlichen Lebens. Schöpfung. Anstoß zu dieser positiven Veränderung war eine Buchreihe des russischen Autors Wladimir Megre. Jemand hatte mir ein Buch gegeben. Man sagte mir, es sei sehr interessant. Ich nahm es und der Titel lautete Anastasia. Damit wusste ich zunächst nicht viel anzufangen. Aber als ich mit dem Lesen begann, konnte ich gar nicht mehr aufhören. Ich habe es in einer Nacht durchgelesen. Es hat etwas Unbeschreibliches an sich. Das Bewusstsein wird auf eine andere Ebene erhoben. Warum leben wir so? Warum leben wir nicht anders? In diesen Büchern wird beschrieben, dass wir anders leben könnten, dass wir unser Schicksal anders schmieden könnten. Ich versuchte lange Zeit in die Welt der Großstadt zu passen, in ihr zu überleben. Aber ich fühlte mich ständig unwohl, sah keine glückliche Zukunft. Als ich hierher kam, erkannte ich, hier ist das Leben, nach dem ich mich immer gesehnt hatte. So habe ich mich auf diesen Weg gemacht. Als ich die Bücher zu lesen begann, hatte ich plötzlich diese gewagte Vorstellung, dass es tatsächlich realisiert werden könnte. Niemand kann einen Menschen aufhalten, der entschlossen ist, aufs Land zu ziehen und es nach seinen eigenen Wünschen zu gestalten. Nach der Lektüre dieser Bücher fühlte ich, dass ich mein Leben nicht mehr anders haben wollte. Alles, was darin geschrieben stand, war mir so nah, dass alles, was ich zuvor getan hatte, mir wie eine Vorbereitung für das erschien, das jetzt kommen sollte, nämlich den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich leben will. Bevor wir heirateten, wollte Andrei sein eigenes Haus und ich wollte mein eigenes Land. Dieses Buch hat dann alles für uns in die richtige Perspektive gerückt. Ein Familienlandsitz ist ein kleines Stück Heimatland. Hier leben sowohl Blutsverwandte als auch Brüder und Schwestern im Geiste. Es gibt helle und komfortable Häuser, Obst- und Gemüsesorten und Teiche mit sauberem Wasser. Das ist mein Garten. Hier habe ich Tomaten und Paprika, dort habe ich Wassermelonen und hier gibt es Johannisbeeren und Erdbeeren. Man sagt, dass Lindenbäume erst nach 10 Jahren zu blühen beginnen, aber meiner blühte bereits nach 6 Jahren. Hier sind sie, die Lindenblüten. Wahrscheinlich blüht der Baum aus Liebe. Ich schaue gut auf ihn, gebe ihm Wasser und spreche mit ihm. Unsere Ernten erreichen ein Ausmaß, das für die ganze Familie dauerhaft den Jahresbedarf an Nahrungsmitteln deckt. Wenn du eine Gurke pflückst und sie direkt isst, bekommst du viel mehr Energie als von einer Gurke, die vor 2 oder 3 Tagen geerntet wurde. Man kann dies deutlich spüren, wenn man Nahrungsmittel isst, die im eigenen Garten gewachsen sind. Es wird immer einen Überschuss geben, auch wenn man sich gar nicht sonderlich anstrengt. Einfach, weil das Land richtig gut ist. Es gibt sogar zu viel für eine ganze Familie. Deshalb kann man die Ernte verkaufen oder sie für etwas eintauschen. Dass die Lebensmittel natürlich sind, das ist das Wichtigste. Sowohl für uns, als auch für das Land als Ganzes. Einzelne Familienlandsitze formen sich zu Siedlungen. Gemeinsam erschaffen die Menschen hier eine ideale Atmosphäre zum Leben, zur Entfaltung ihrer Kreativität und zum Aufziehen ihrer Kinder. Das Leben in dieser Siedlung gibt uns die seltene Möglichkeit, die eigene Schöpferkraft zu entfalten. Dadurch hat mein Leben einen ganz neuen Schwung bekommen. Ich reise viel und besuche andere Siedlungen und deren Bewohner.
Ich sehe mir an, wie sie miteinander umgehen. Sie sind so offene, friedliebende Menschen, dass auch mein Herz sich sofort öffnet. Dann will ich ebenfalls gleich für jemanden irgendetwas Gutes tun. Es ist doch viel schöner, etwas zu geben, als etwas zu bekommen. Ich möchte in mir selbst frei sein. Wenn wir innerlich frei sind, werden wir hilfreich für unser Land und für die ganze Gesellschaft. Wir werden glücklich, beenden die Zerstörung der Umwelt und vor allem beginnen wir zu überlegen, wie wir unseren Planeten wieder reinigen können. Man kann diese Veränderung bei den Kindern erkennen. Als Ärztin habe ich viel mit Kindern zu tun. Die Kinder, die hier leben, erstaunen mich immer wieder mit ihrer Offenheit und Reinheit. Wir wissen ja, dass unsere Zukunft von unseren Kindern abhängt. Wenn die Kinder so sind, dann wird das Leben später wundervoll und erstaunlich sein. Wenn Familien mit ihren Kindern hierher ziehen, werden diese Kinder viel bodenständiger. Sie werden die Natur lieben und humaner und gütiger sein. Wenn Menschen, die irgendwelche Schwierigkeiten haben oder die Unrecht erlebt hatten, hier zu uns in die Natur kommen, dann werden sie ruhig und sie hören auf zu streiten. Wenn ich eins verstanden habe, dann ist es das, dass wir mit der Natur eins sind. Jedes Jahr begeistert die Idee der Familienlandsitze mehr und mehr Menschen. Die Leser der Bücher haben bereits über 200 Siedlungen mit Familienlandsitzen gegründet und ihre Anzahl steigt jährlich weiter an. Die Siedler kommen aus den verschiedensten sozialen Schichten. Sie haben unterschiedliche Religionen und sind unterschiedlichen Alters. Sie sind Forscher, Wissenschaftler oder Studenten. Sie fliehen nicht einfach aus den Städten, sondern sie entscheiden sich bewusst für einen Familienlandsitz, um einen Beitrag zur Entwicklung ihres Landes zu leisten. Heutzutage gibt es in Russland in jeder Region Siedlungen. Es ist eine kraftvolle, dynamische Bewegung. Alle helfen einander. 90% der Siedler haben einen Universitätsabschluss. Diese Leute haben die bewusste Entscheidung getroffen, aufs Land zu gehen. Intelligente Menschen finden hier ihre Orientierung. Sie kommt ganz natürlich zu ihnen. Sie werden alle einen Obstgarten haben und lernen, das Land zu kultivieren. Die Idee selbst ist gigantisch, denn sie kann nicht durch Diskussionen beeinträchtigt werden. Mit anderen Worten, man kann so viel argumentieren und theoretisieren, wie man will, darüber, wie gut oder wie schlecht die Bücher sind, wie gut oder wie schlecht der Stil ist. Man kann sagen, was man will, kritisieren, wie man will. Aber letztlich liegt es doch an uns, etwas zu verändern. Und diese Menschen kritisieren nicht. Sie verändern. Nicht mit 1000 Briefen oder mit 10.000 Briefen, sondern durch ihre Taten. Diese Menschen handeln und nichts kann sie stoppen. Sie glauben an eine bessere Zukunft für unsere Kinder und für unsere Heimat. Zwei zentrale Dinge verbinden diese Menschen: ihr Traum und ihre Liebe. Liebe für alle Menschen, für alle Kinder. Etwas Neues wird in uns geboren werden. Man muss nicht nur seinen Körper ernähren, auch die Seele muss genährt werden. Dann werden sich nicht nur Gesundheit, sondern auch ein völlig neues Verständnis von der Welt manifestieren. Am besten wäre es, wenn, wie Anastasia sagt, mindestens 7 oder auch 10% der Bevölkerung auf solchen Landsitzen leben und für sich selbst und für andere Nahrungsmittel anbauen würden.
Aber es geht nicht nur ums Essen. Das gesamte Bewusstsein verändert sich hier. Wir hoffen, dass die Kinder, die hier leben, später mit einer völlig neuen Ebene des Bewusstseins in die Welt hinausgehen. Dies ist unser Planet, unsere Erde. Deshalb müssen wir sie bewahren. Und wer könnte sie besser bewahren als ein Mensch, der sie liebt? Die Menschen, die den Planeten lieben, sind ja auch diejenigen, die ihn bewahren. Diese Menschen haben ihre Entscheidung getroffen. Sie leben in Harmonie miteinander und mit der Natur. Ich lebe hier sehr gerne. Alleine schon das Atmen hier ist eine Wohltat. Es verlängert das Leben und verbessert die Gesundheit. Die Luft hier ist so sauber. Ist nicht das das Paradies? Ja, es ist das Paradies. Die Bücher Wladimir Megres haben fast magische Eigenschaften. Aus normalen Buchstaben und Wörtern wurden Botschaften, die aus der Tiefe einer glänzenden Ewigkeit stammen. Wie er in seinen Büchern zitiert: Mein Kind, du bist unendlich, denn du existierst in deinen eigenen Traumschöpfungen ewig fort.